in dem Maße, wie wir auch mit Intuition gearbeitet haben, haben wir jetzt schon auch Gebrauch gemacht von Wissen, das nicht mit unserem privaten Wissen zu tun hat. Und deshalb sage ich auch, der kreative Mensch, der braucht eine Vision. Die Vision, die ist nicht nur etwas, was in unserem Kopf stattfindet. Es ist die Sichtweise in die größere Welt. Der Wunsch, uns selbst und die Welt zu erkennen, ist Teil unserer Natur. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wer bin ich? Die Grundfragen des Lebens fordern von jedem Menschen eine Antwort. Unsere Intuition lässt uns ahnen, dass wir nicht nur getrennte Individuen sind, sondern auch mit allen Elementen des Lebens in Verbindung stehen. Wir können gleichzeitig distanziert betrachten und unsere Verbundenheit fühlen. Daraus wächst ein Staunen, das seit jeher die Grundlage bildet für Kunst und Wissenschaft und unsere gesamte Entwicklung. Eine wunderschöne Darstellung. Am Anfang war das Wort oder und Gott sprach. Aus seinem Mund quillt das weltengestaltende Wort. Gleichzeitig von diesem Künstler wunderbar dargestellt in der Chiffre des Lichtstrahls. Licht und Klang als die zwei Realitäten und Kräfte, aus denen die Entstehung des Kosmos eigentlich sich herausbildet. Und jetzt könnte man sagen, die ganze Welt ist eigentlich etwas wie ein Resonanzkörper auf die schöpferischen Klänge, die sie ins Leben gerufen hat. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern, heißt wortwörtlich das Sturmgebraus. Also nicht einfach der in sich ruhende, bei sich bleibende Geist, sondern Geist ist Prozess, ist Dynamik, und Sturmgebraus ist eben auch schon eine ungeheuer kraftvolle Schwingung, die eben jetzt zunächst über den Wassern schwebend und dann vermutlich so gedacht in die Wasser eindringt und die Wasser bewegt. Wenn Wasser in der richtigen Weise bewegt wird, offenbart es plötzlich wunderbarste Formen und Gestaltungsprinzipien, die vermutlich von der ganz anderen Seite der Welt kommen. Die gesamte Menschheit, das Ökosystem, unser Planet, das Sonnensystem, wir sind ein Teil all dessen und sind mit allem verbunden. Wir sind keine isolierten Geschöpfe, die außerhalb der materiellen Welt stehen und nicht mit ihr interagieren. Wissenschaft heißt nicht, die Wirklichkeit wie durch eine Glasscheibe zu betrachten. Vielmehr ist Wissenschaft ein interaktiver und mitwirkender Teil der Welt, in der wir leben. Es gibt dieses Feld der Einheit, der Verbundenheit, wie es Sheldrake darstellt, im einzelnen Menschen, aber auch in der gesamten Menschheit und darüber hinaus sogar im Universum. Wir sind am Ende eins, eingegliedert in dieses Universum. Nichts kann herausfallen aus diesem Universum. Und diese Einheit zu erfahren, ist entscheidend. Und aus dieser Einheitserfahrung, dieser Verbundenheit, kommt einfach die soziale Verantwortung, kommt das Gemeinschaftsgefühl, kommt das, was wir Liebe zueinander nennen. Musiktherapie, die in der orientalischen Tradition praktiziert wurde und dann durch Uruç Güvenç wieder zu Leben gebracht wurde, ist, dass wir aus Schwingung bestehen, aus Bewegung und aus Harmonie. Und Krankheit entsteht, wenn diese Harmonie nicht mehr da ist. Krankheit ist da als Disharmonie. Und so in der Musik besteht die Möglichkeit, einen Raum zu öffnen, Schwingungen in Bewegung zu setzen. In der Luft, aber im Wasser, der du bist, in jeder Zelle, der du bist, in noch feinstofflichere Ebenen, in deinem Herzen, auch in deinem Verstand. Und durch die Musik entstehen
andere Wellen, andere Bewegungen und durch Sympathie, durch Freundschaft, aber auch durch physikalische Gesetze, diese Wellen erreichen dich. Und was in Unordnung ist, weil es in Disharmonie ist, hat die Chance, wieder eine Neuordnung zu treffen. Die Basis oder die Grundlage des alten physikalischen Denkens war die träge Ruhemasse, die vielleicht sich auch noch durch Zufall mal bewegt, aber dieser träge, ruhende Massepol war der Ausgangspunkt. Und dann kommt Bewegung noch von außen sozusagen da hinzu. So, und die totale Kehrtwende ist das, denke ich, dass in der Physik deutlich wurde, das grundlegende Prinzip des ganzen Kosmos ist nicht die Trägheit der Masse, sondern ist die Dynamis, ist die Bewegung, ist der Prozess. Do it again. I always ask my dancers. Ich rate meinen Tänzern immer, während der Vorstellungen auf der Bühne sich zu bewegen, ohne nachzudenken. Ich sage, schaut die Katzen an. Katzen denken nicht, sie springen einfach. They just jump. Benutze deinen Körper als Bewegungsinstrument. In unserer Disziplin führen wir einen Dialog sowohl mit dem Körper als auch mit dem Geist, dem Inneren. Not only our body, but mind and the inside of our bodies. And that is kind of. Das ist sehr interessant und faszinierend. Unsere Tänzer tanzen also ein Projekt nicht nur, sie verinnerlichen es. Und sie ziehen mit ihrem Atem das Publikum mit hinein. Somehow they also draw the audience with the breathing into what they are doing. All you have now is this moment, this instant. Alles, was du hast, ist dieser Moment, dieser Augenblick. Tu, was du tun musst, und Buddha wird sich um die Konsequenzen kümmern. Akzeptiere Fehlschläge und korrigiere sie. Ändere deine Ziele. Das tue ich jetzt. Ich bin nicht mehr so besessen oder sprunghaft. Ich lasse einfach los und folge dem, was geschieht. I just let it go and follow whatever comes around. In dem holistischen Menschenbild wird deutlich zwei verschiedene Dimensionen. Eine Dimension, wo sich das Bewusstsein mehr in die Außenwelt richtet, und eine Dimension, wo sich das Bewusstsein mehr in die Innenwelt richtet. In der Außenwelt wäre das Unbewusste, das Unterbewusstsein, das Bewusstsein, auch Ich und Selbstbewusstsein. Und hier befindet man sich im Bereich des Überbewusstseins. Im Überbewusstsein begegnet der Mensch sozusagen eine neue Qualität seiner Selbst, wird auch oft genannt das höhere Selbst oder das höhere Ich. Blickt man auf das gesamte Informationsfeld, dann spricht man von einem holistischen Bewusstsein, von einem holistischen Menschen, der in diesem großen Ganzen seine Lebensgestaltung neu finden kann. Die Intuition ist nichts Privates, sondern die Intuition geht in meiner Sprache oder in der Physiksprache auf diesen größeren Hintergrund. Es ist wirklich etwas, was eine ganz andere Struktur hat, ja. Und ich kann das also eher dann, wie die Physik das ausdrückt, das sind andere Räume, in denen wir das machen. Das heißt, jeder kreative Akt, das führt nicht zu einem neuen Weg im dreidimensionalen Raum, sondern dass ich von einem dreidimensionalen Raum zu einem vierdimensionalen Raum, fünfdimensionalen Raum übergehe. Ich komme in einen immer größeren Raum, wo ich sozusagen eine Gestalt wahrnehme.
Diese Figur ergibt sich, wenn man von der Erde aus gesehen, den Verlauf von Erde, Venus und Sonne über einen Zeitraum von 8 Jahren in Beziehung setzt. Dieses Bild ist jetzt heliozentrisch. Die Sonne steht hier in der Mitte und Sie ahnen vielleicht schon, was für eine Figur hier entstehen kann. Es fehlt jetzt eigentlich nur noch eine Schleife. Und Sie sehen hier, dass in diesen Bewegungen diese fünfzählige Blume oder wie eine fünfzählige Blume verborgen liegt. Also mein erstes Ziel bei der Beschäftigung mit dem Thema Sphärenharmonie war herauszufinden, was es mit den alten Vorstellungen von Pythagoras und dann vor allen Dingen von Johannes Kepler wirklich auf sich hat. Johannes Kepler hat vor 400 Jahren das Buch Weltharmonik geschrieben und in diesem Buch Weltharmonik dachte er, dass er eben ein gemeinsames Prinzip gefunden hat, was so verschiedene Dinge wie der Geometrie, der Musik und den Planetenbewegungen zugrunde liegt. Etwas Gemeinsames, was er als Archetypus bezeichnete. Dritte Planetengesetz, das Kepler wie eine Art Eingebung, kann man sagen, gekommen ist, was er zuerst gar nicht selber glauben wollte. Und er selber schreibt in der Weltharmonik, ich verwarf es erstmal und einige Wochen später kam es nochmal und besiegte die Finsternis meines Geistes. Wenn die Intuition, die wird aus diesem Hinterraum gefüttert. In gewisser Weise würde ich sagen, eine echte Intuition ist eine Autorität. Sie zwingt einen zwar nicht, aber man ist im Grunde genommen aufgefordert, ihr nachzugehen. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie gegen Ihre eigene Intuition oder sagen wir gegen Ihr eigenes Gefühl handeln, dann glaube ich, das kennt jeder Mensch, dann kommt man in Konflikte, ne? Insofern eine starke Intuition ist auch eine starke Forderung, etwas zu tun. Die Weisheit ist nicht nur ein verschmiertes Wissen, sondern die Weisheit ist eine Ahnung von dem Wissen, dass wir alle sozusagen abgeben an den Hintergrund, der auf diese Weise reicher wird. Die 12 ist ja seit all das her ein Symbol der Vollendetheit, zum Beispiel die 12 Jünger oder die 12 griechischen Hauptgötter. Und auch der Tierkreis ist ja in 12 Sternbilder eingeteilt. Also die Vollkommenheit des himmlischen Runds ist eigentlich nach der Zahl 12 strukturiert. Die Planeten Neptun, Jupiter und Saturn zeichnen mit der Sonne die Figur des 12 Sterns in unserem Planetensystem innerhalb eines Zyklus von 4627 Jahren. Dieser 12 Stern wiederholt sich leicht versetzt immer wieder. Und die 12 ist ein Symbol des Kosmos, des vollendeten Kosmos, kann man sagen. In unserem Sonnensystem ist es so, dass wir über Jahrhunderte und Jahrtausende in eine ganz faszinierende Ordnung hineingestellt sind. Es ist im Grunde genommen fast eine Art religiöse Sicherheit, die aus einer intensiven Beschäftigung mit der Ordnung in der Natur erwachsen kann. Grund.
Größenaussagen zum Kosmos und zum Kosmos in unserem Kopf sind irgendwie schwierig, ja, aber man kann ein kleines Spiel mal machen, ungefähr, sagen wir mal, 100 bis 500 Milliarden Nervenzellen, die wir in unserem Gehirn haben, sind ja alle miteinander verbunden. Und wenn ich einfach mal rechne, wie viele mögliche Funktionszustände gibt es in einem Gehirn dieser Art? Oder wenn ich einfach nur mal rechne, wie viele Funktionszustände gibt es in einer Nervenzelle, die 10.000 verschiedene Inputs hat, die alle voneinander unabhängig aktiv oder nicht aktiv sein können, dann stellt man fest, dass eine Nervenzelle allein 10 hoch 3.000 mögliche Funktionszustände hat. Das ist nicht mehr berechenbar. Aus der Gegenüberstellung von Mikro- und Makrokosmos leitete der Künstler Igor Sacharow-Ross die Idee zu seiner Arbeit Inneres Observatorium ab, die er 1995 im Münchner Haus der Kunst realisierte. Ein 13 Meter langes Sternenteleskop hat er umgedreht und auf den Innenraum gerichtet, auf ein Modell unseres Gehirns. Das Teleskop dreht sich um, beobachtet uns oder fokussiert sich also auf Mensch, Ort, Natur, Geschichte. Ein Konglomerat, also das, was wir hier haben, das ist ja jeder, das ist ein Universum, unendlich, Universum gleich, Substrat. Kann man sagen, Substrat? Und ich schaue auf mich selber eigentlich. Ne? Alles fokussiert sich auf 1,5 Kilo Fleisch, sagen wir mal. Ne? Ganz wichtig. Ja. Nicht viel, aber... Weil im tiefsten Grund, am Fundament unseres Weltgefühls, im Unterbewussten, nimmt der Mensch die Welt als Ganzes wahr und er reagiert und interagiert nicht mit einzelnen Faktoren dieses Lebens, sondern mit dem Leben als Ganzes. Eine Erkenntnis moderner Hirnforschung ist, dass wir die Trennung zwischen Gedanken und Gefühlen aufgeben müssen. Sie sind alle engstens miteinander verknüpft und aufeinander bezogen. Was man jetzt schon sagen kann, es ist niemals möglich, den Bewusstseinszustand eines anderen Menschen präzise darzustellen, weil es einfach zu unübersichtlich ist. Das heißt, das Wunder ist eigentlich, wir können miteinander sprechen, wir können uns auch verstehen und wir glauben uns zu verstehen. Aber was sich dahinter abspielt, ja, ist eine unglaubliche Unübersichtlichkeit. Und das bringt einen dann auch ein bisschen dazu, dass, wenn wir über Bewusstsein sprechen, das ist eigentlich immer nur in einem sozialen Kontext zu definieren ist. Ich habe nicht nur diesen Körper, sondern mein Körper und ich sind wirklich eins. Jeder kann tanzen. Die meisten Menschen glauben, dass man zum Tanzen eine Technik braucht. Aber das stimmt nicht. Sehen Sie sich Kinder an. Die sind so offen. Wenn sie sich freuen, dann tanzen sie einfach. Es liegt in der Natur eines jeden Menschen. Das war schon immer so. Jeder kann tanzen. Im Leben ist es wichtig, seinen Gefühlen zu vertrauen, weil einen die Intuition das meiste lehren wird, was man im Leben braucht. Also dieser Wesenskern besteht letztlich aus einer Ganzheit, aber man könnte doch sagen, hat unterschiedliche Bewusstseinsstufen. Wenn ich diesen Wesenskern in mir selber wahrnehme, dass ich spüre, hier ist ein höheres Denken, hier sind Gedanken da, die sind zunächst einmal ganz anders, als ich es aus dem Alltag kenne. Dann kann ich entdecken, wenn ich nur weiter sozusagen hier mich selber in meinem Wesenskern wahrnehme, dass da Gefühle da sind,
Wir würden sagen, im traditionell Christlichen, das ganze Repertoire von Tugendhaftigkeit. Dass ich plötzlich Fähigkeiten entwickeln kann, wo ich sage, also eigentlich würde ich jetzt diese Person zum Beispiel am liebsten sagen, das und das, weil ich habe eigentlich einen Zorn. Und dann geschieht etwas durch die Wahrnehmung des Wesenskern, dass ich plötzlich merke, jetzt ist der Zorn gar nicht so, jetzt ist was anderes da. Das ist eine Verwandlung geschehen. Und diese Verwandlungsfähigkeit begegnet man dann im Wesenskern, innen drinnen. Und ich merke dann, dass in dieser Transformation und Verwandlung ich selber mitgestalten kann. Ich bin dem mit ausgeliefert oder irgendeine große Gottheit allein macht es, sondern ich selber bin der Künstler für mich selbst. Also wenn wir durch alle unsere Schichten hindurch sind, ist im Innersten etwas ganz Universelles. Also im Innersten der Individualität ist das Moment, wo wir wieder anknüpfen können an das Universelle. Und ob man jetzt sagt, die Intuition führt uns ganz in uns hinein oder ganz aus uns heraus, ich glaube, das sind noch falsche Vorstellungen, sondern Intuition oder im Prozess der Intuition vollzieht sich eine gegenseitige Berührung des zu höchst Individuellen mit dem Ganzen oder einem Aspekt, einer Facette des Ganzen. Das Ganze ist auch nicht nur oben, sondern das Ganze ist überall. Die Erde ist auch nicht unten und der Himmel oben, sondern die Erde schwebt inmitten des Himmels. Ich denke, wir haben da viele alte räumliche Trennungsvorstellungen im Kopf, von denen wir uns frei machen müssen. Und dann kommen wir auch zu einem ganz neuen Zugang. Wenn wir nach innen horchen, gelangen wir in den Raum der Stille. Und diesen Raum der Stille, da ist letztlich Gott in uns und da ist Christus in uns. Oder Jesus sagt, das Reich Gottes ist in euch. Und wo das Reich Gottes ist, wo Gott in mir herrscht, dort bin ich frei, da bin ich heil und ganz, da bin ich authentisch und ursprünglich, da bin ich rein und klar und da hat die Schuld auch keinen Zutritt, da bin ich mit dem innersten Kern in Einklang. Man kann es in verschiedenen Bildern ausdrücken. Im christlichen Bereich wird es mit der Gottesgeburt ausgedrückt, Gott wird in mir geboren, Christus wird in mir geboren. Wenn Gott in mir geboren wird, komme ich in Berührung mit meinem wahren Wesen. In der gegenseitigen Abhängigkeit alles Bestehenden liegt die Grundweisheit des Buddhismus. Das eine enthält das Ganze. In Plum Village, einer kleinen Ordensgemeinschaft in Südfrankreich, lebt der vietnamesische Mönch und Zen-Meister Thich Nhat Hanh. Kern seiner Lehre ist der Weg zu einem friedlichen und achtsamen Leben. Achtsamkeit bringt Konzentration mit sich. Und wenn man mit Konzentration lebt, kann man tief ins Herz der Wirklichkeit schauen. Was ist wahre Intuition, die dem Wohle des Einzelnen, der Gesellschaft und letztlich des Kosmos dient? Intuition ist eine direkte Wahrnehmung. Sie kann richtig oder falsch sein. It might be wrong or right. Enlightenment can also, is also a direct perception. Erleuchtung ist auch eine direkte Wahrnehmung. Etwas, das da ist, unabhängig vom Denken oder Vergleichen. Something that come without
the need of thinking and comparing. When you look at the rose, your eyes. Durch die Verbindung zwischen der Rose und deinen Augen entsteht eine Wahrnehmung. Man muss nicht denken, man muss nichts herleiten oder ableiten. Es ist direkte Wahrnehmung. Man weiß sofort, es ist eine Rose, auch ohne sie Rose zu nennen. Ohne jedes Denken, ohne jeden Namen weiß man, es ist eine Rose. Ohne Eingriff des Bewusstseins. Es ist nur direkte Wahrnehmung und Intuition. Without the intervention of mind consciousness. That is all the direct perception and intuition. Die Lehre Thich Nhat Hanhs ist eine praktische Anleitung, hier und heute unser Leben zu führen. Wenn wir tief in uns hineinhören und in unser Inneres schauen, können wir die wahre Essenz unseres Seins erkennen. Wenn wir essen, unser Geschirr spülen oder zur Arbeit gehen, selbst wenn wir einen einzelnen Schritt achtsam gehen, kann die Kraft der Achtsamkeit sich entfalten, die allem Leben zugutekommt. In Buddhism there are many kinds of concentrations, many ways of practicing concentrations in order to prepare. Im Buddhismus gibt es viele Arten der Konzentration, um sich für das Innere, die Intuition, auf Buddha vorzubereiten. Wenn der Moment kommt, bricht man in freudiges Gelächter aus. Es ist wie die Freude, etwas Verlorenes zu finden, das man die ganze Zeit in seiner Tasche hatte. Es ist ein Moment der Freude und der Befriedigung. Buddha hatte so einen Moment und jeder von uns kann auch solche Momente haben, sogar viele davon. Eine Intuition ist ein Geschenk, aber nicht, um es zu besitzen und zu genießen, sondern eine echte Intuition verlangt von mir eine Antwort. Ich soll mit meinem Leben darauf antworten. Ich soll sozusagen dem Ganzen durch mein Leben wieder etwas zurückgeben. Wie kann uns Intuition helfen, unsere Zukunft zu gestalten? Dieser Frage gehen wir in unserer letzten Folge nach. Thank you.